Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Diesmal möchte ich euch meinen Ramp Warrior vorstellen. Der kommt in letzter Zeit ziemlich häufig vor im Ranked, weil er auch ziemlich stark ist. Es macht auch echt Spaß, den zu spielen. Ich zeige euch mal die wichtigsten Kombos, die ihr mit dem Deck durchführen solltet. Auf jeden Fall sind hier die Tödlich-Kombos. Ihr habt hier den tödlichen Draug zum Beispiel oder den Erscheinen Giftzunge. Oder wie ich ihn reingetan habe, den Cicero, den Verräter. Hier könnt ihr zum Beispiel mit Quecksilber Armbrust den Tod verteilen quasi, indem ihr einen Schaden verursacht und mit Gift zerstört ihr halt einfach alles. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, Gift mit dem unaufhaltsamen Zorn zu kombinieren. Ihr gebt also hier zum Beispiel einen tödlichen Trauger den unaufhaltsamen Zorn quasi für 8 Magika. Und zerstört die komplette Seite. Und er überlebt dann quasi als einziges. Also ziemlich gute Karte. Die nächste wichtige Kombination, also überhaupt der Kernpunkt des Decks, ist es zu überleben. So lange wie möglich zu überleben. Am besten bis ihr 18 Magiker habt. Denn dann bekommt hier der reinblütige Älteste 16, 16. Also bekommt plus 8, plus 8. Und wenn ihr das dann mit unaufhaltsamen Zorn kombiniert, dann frisst der Gegner 16 Schaden. Und wenn ihr es bis zum 16. Schadenspunkt runter reduziert habt, dann ist der one-hitted. Na, und er kann auch gar nichts mehr machen. Von daher ist das auf jeden Fall das Ziel. Und bis dahin überleben. Und überleben tun wir mit Entzugskreaturen. Und davon haben wir natürlich zuhauf welche drin. Vor allem auch mit dem kleinen Mädchen und so. Das ist ganz gut. So, die wichtigsten Kreaturen holen wir uns dann einfach mit Seelenriss wieder, wie zum Beispiel den tödlichen Draugr. Um diese Kombination halt immer und immer wieder durchführen zu können. Der Rest sind halt alles Ramp-Kreaturen, um einfach mehr Magiker zusammen zu bekommen und natürlich so schnell wie möglich. So, habe ich irgendwas vergessen? Hier Blutrache für die mittlere Kontrolle. Dann den Gordwok Gronagorm, um noch ein paar gefährliche Kreaturen aufs Board zu bekommen. Und der Fürst der dunklen Krallen natürlich, um weiteren Entzug auszuführen. Und die erschlagene Kreatur, die kriegen wir dann selbst. Okay, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Deck, nicht Match. Freut euch auf die kommenden Matches. Bis gleich. Das nenne ich doch mal ein Ramp. Jawohl, wir rampen sowas von auf die 18 hoch. Ich schließe mich dem Kreis an. Die will ich tot sehen. Die macht mir zu viel Schaden. Und die will bestimmt auch meine Karte tot sehen. Obwohl, ich hätte sie lieber im Schatten gespielt. Dann hätte ich die Giftzunge spielen können und dann wäre die Sache auch gegessen. Wäre besser gewesen. Der überlegt halt jetzt, tötet er sie oder tötet er nicht? Tötet er sie oder tötet er nicht? Formation schließen. Lass niemanden durch. Er tötet nicht. Wir rampen hoch. Der wird jetzt sicherlich Schaden machen. Damit wäre er auf jeden Fall stark. So, wir töten mal. Und spielen das kleine Mädchen. Und falls er die jetzt nicht loswerden kann, dann töten wir ihn. Töten wir ihn. Und bekommen Leben. Das klingt doch nach einem Plan. Aber ich habe mir schon gedacht, dass er sowas hat. Das wäre ja Wahnsinn, wenn nicht.
Weiter geht's. Das holen wir uns schon noch zurück, das Leben. Oder auch nicht. Noch ist nichts verloren, Leute. Wir können uns schließlich jetzt verteidigen. Wir können uns einmal verteidigen. Formation schließen. Lass niemanden durch. Und setzen den Quecksilberbogen ein. Machen jetzt einen Schaden. Löschen diesen Riesen aus. Und lassen ihn reinlaufen. Noch ist nichts verloren. Muss reingehen, wie ihr seht. Die könnten wir jetzt auslöschen. Wir könnten uns jetzt einmal verteidigen, weil ihr habt gesehen, der kann nichts dagegen tun. Das werde ich auch tun. Und damit wären seine Kreaturen auf jeden Fall tot. Und zur Sicherheit spiele ich den hier noch. Wir rampen weiter. Ich meine, immerhin haben wir noch ganz viel Leben, was wir da zerstören müssen. Außer er gibt Feuer auf. Solange ich atme. Wie ihr seht, muss er auf jeden Fall reingehen. Der hatte keine Möglichkeiten. Mit dem Blutdrachen können wir dann die nötige Kontrolle weiterhin ausführen. Wir brauchen aber auf jeden Fall was, was jetzt Leben macht. Kommt wie gerufen. Wie gerufen. Okay. Zack. Der Fürst der dunklen Krallen. For the win, Leute. For the win. Also wenn wir jetzt Glück haben, der kann nichts gegen tun. Dann würde er natürlich wieder Karten nachziehen. Aber wir hätten Leben. Wir werden überleben. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. Das sieht nicht gut aus, was er davor hat. Ah, okay. Hm, er kann nichts tun. Das ist unsere Chance. Ich bin die Nacht. Okay, Leben zurückholen. Aber natürlich hat er Millionen an Prophezeiungen. Kann jetzt fesseln und hast du nicht gesehen, was er noch tun kann. Ich schließe mich dem Kreis. Wir setzen auf jeden Fall das hier ein. Holen uns jetzt Leben für einfach alles und haben wieder 37. Und holen uns alle Die Kombi habe ich noch gar nicht gedacht, Leute. Die war geil. Die war echt geil. Die Kombi war richtig geil. Okay. Cool, ihr habt gesehen. Ein Schlag, einfach unendlich viel Leben und da hat er natürlich keinen Bock mehr gehabt. So. Den Ahnenblutgrad brauche ich noch nicht. Hier könnten wir uns etwas verteidigen am Anfang. Wir warten natürlich ab, was der Gegner tut. Zum Gruße, Bürger. Okay, er tut nichts. Seid gegrüßt. Wir warten es natürlich trotzdem ab, wir haben es nicht eilig. Wir möchten ja keinen Schaden ins Gesicht machen. Wir wollen uns zum größten Teil erstmal verteidigen. Die Wasser des Lebens. So, die heben sich dann auf. Ein
Okay. Was wir tun könnten. Wir können recht viel tun. Zum Beispiel Cicero rauszuhauen oder den Nachtschatten. Giftzunge. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Drachenschwanzretter. Der wird ganz locker erschlagen. Möchte ich eigentlich auch vermeiden. Ich würde sagen, wir übernehmen so ein bisschen die Kontrolle, oder? Hauen den Nachtschatten raus. Oder sogar Cicero. Weil so viel Leben haben wir ja noch gar nicht verloren. Ich will eigentlich auch ein bisschen Leben verlieren. Kann ich auf jeden Fall noch ein paar Karten ziehen. So, die kann ich dann auf jeden Fall loswerden, außer er macht jetzt Sachen. Was er machen kann, natürlich die hier nochmal zu spielen, so wie er es jetzt auch tut. Aber das ist kein Problem, denn wir geben ihn einfach durch den Morkul-Torwächter wieder Angriff dazu. Damit habe ich ja sowieso gerechnet. So, am Anfang noch so ein bisschen Leben zu verlieren, ist kein Problem. So, dann gebe ich ihm mal was. Kann jetzt zwei Karten nachziehen. Und kann... hier schon mal die Erscheinen Giftzunge raushauen. Damit hat er dann so ein bisschen zu kämpfen. Außer er hat natürlich nochmal so eine Hexe auf der Hand. Nee, hat er nicht. Der schlägt, aber so krass ist die Karte jetzt auch wieder nicht, die er gezogen hat. Natürlich versucht der Cicero jetzt zu verstummen lassen. Aber ist kein Problem, so viele Karten wollte ich jetzt sowieso nicht mehr nachziehen. Also zwei Karten zu ziehen ist schon vollkommen in Ordnung. Okay. Blutdrache wäre eine Option. Weil wir dann Step by Step die ganzen Kreaturen vernichten können. Wir könnten natürlich auch Leben zurückholen, aber das spare ich mir lieber für später auf. Lieber halte ich das Board ein bisschen sauber. Ich möchte mir nämlich erst Leben zurückholen, wenn ich auch etwas Leben verloren habe. Logisch, ne? Wenn er ganz starke Kreaturen spielt, haben wir immer noch die mächtigen Fellen. Also mit dem Deck fühle ich mich schon ziemlich safety. Der Hist sorgt für uns. Ein Name genügt. Mutter des Schlamms. An mir könnt ihr nicht vorbei. Okay. So langsam haben wir auch genug Karten gezogen. So, jetzt können wir natürlich die coole Kombi machen. Einmal den Hist-Drauger. Und die Karte. Damit können wir die schon mal aus dem Weg räumen. Lasst mich kurz überlegen. Ja, ich meine... wenn er jetzt irgendwas zerschlägt, dieser ausgeführte Auftrag ist ja ganz nett. Aber es gibt ihm auch einfach nur einen Magiker mehr. Das passt schon. So crazy mazy ist das jetzt nicht. Gibt es Gesang in der Leere? Machen wir mal so. Und warten's ab.
Weil wenn er da jetzt reingeht, können wir dann einfach mit dem Cicero die Karte killen. Das ist recht einfach. Wir haben einen sehr großen Kartenvorteil und die Magika ist natürlich auch auf unserer Seite. Sieht schon sehr schlecht für ihn aus. Die Karten, die er jetzt bekommt, ist natürlich sehr ärgerlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er damit jetzt eine Wende erzeugt. Weil den da jetzt wegzubekommen, ist eigentlich kein Problem. Okay. Machen wir so. Dann hauen wir den weg. Jetzt könnten wir Gordvog Gronagorm spielen. Das wäre eine ganz gute Möglichkeit. Ich gucke kurz, was wir hier... Ich möchte eher warten, dass der tödliche Draugr auf dem Friedhof landet, dann wäre Seelenriss auf jeden Fall praktischer. Und wir könnten jetzt eigentlich schon versuchen, ein bisschen Leben zurückzuholen. Weil dann könnte er seine Karten an dem Nachtschatten verballern. Das wäre eigentlich ganz lustig. Dann wäre nämlich der Godwalk sicherer. Also ich locke erstmal den Zorn auf unseren Nachtschatten und dann, wenn die Luft etwas reiner ist, dann kommt dann der Gordvog zum Einsatz. Das ist natürlich jetzt schlecht. Da hat er natürlich was dagegen. Wir können hier jetzt wieder die Kombination spielen. Und damit werden aber auch leider unsere Kreaturen down. Aber das werden die ja so oder so. Lass mich überlegen, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Leider nicht. Es ist zu gefährlich, ihn am Leben zu lassen. Weil wenn er eine von unseren Kreaturen tötet, vor allem sind das ja auch Legendaries, sieht es echt schlecht für uns aus. Ich meine, wir können die immerhin mit Seelenriss wieder zurückholen. Also egal. Machen wir so. Also die Kombinationen im Deck sind real, Leute. Absolut real. Okay. Den Drachenschwanz-Retter, den lassen wir mal dort, wo er ist. Der bringt uns jetzt noch nicht so viel. Ich muss fremde Gäste im Auge behalten. Okay, so langsam müssen wir natürlich aufpassen. Es gibt jetzt keine von den Karten, die jetzt uns groß den Arsch retten würde. Vor allem, weil er auch nicht direkt angreifen könnte. Wir könnten also den Fürst der dunklen Krallen spielen. Und die da reinlaufen lassen. Wenn er nämlich so mutig ist und vielleicht hat er natürlich auch eine Karte dagegen. Wäre sehr, sehr bitter. Eine gute Möglichkeit wäre dann natürlich auch der Nachtschatten. Dann hätten wir eine wenigstens weg.
Dann könnten auf der anderen Seite noch so ein kleines Mädchen spielen. Dann könnten wir wenigstens da nochmal 5 Leben zurückholen. Weil nachdem wir den Fürst der dunklen Krallen gespielt haben, Seid können wir nur noch gegrüßt. den Drachenschwanzritter raushauen. Das ist halt schon sehr wenig. Okay, aber besser als nichts, ne? Okay, machen wir es mal so. Auch wenn wir jetzt Leben verlieren sollten, wir könnten es uns noch zurückholen. Das ist natürlich bitter. Das ist sehr, sehr bitter, aber das ist noch bitterer. Sieht echt schlecht aus. Da hat er Angst vor. Zu Recht. Und den möchte er tot sehen. Zum Glück. Okay, machen wir das so. Für euch war's das. Bam. Ich Wir bin können hier ein den Nachtschatten Gefängnis. spielen. Und eins der kleinen Mädchen. Das wäre eine Möglichkeit. Könnt ihr mir bitte helfen? Und Ich schmeckle die Drachenschwanzritter. Chance, desto sicher der Sieg. Ich habe nämlich vor, in der nächsten Runde mit Seelenriss, also falls Was die haben wir überlebt und hier? 5-5 hat, würde ich mit Seelenriss einfach den Morkul-Torwächter wieder aus dem Friedhof wiederbeleben. Und hätte dann halt eben reingehen können. Aber das kann ich jetzt auch mit dem Drachenschwanzritter. Okay. Mal Machen wir es sehen, lieber wie so. ihn jemand gefällt, der sich wehrt. Der Hist sorgt für uns. Okay, da komme ich nicht vorbei. Okay, welche Karte könnte uns noch den Arsch retten? Leider haben wir den Bogen nicht. Das wäre sonst echt prima gewesen. Euer Dann haben wir Schmerz leider ist so keine andere Wahl. Wir köstlich. müssen es so machen. Wir müssen hier reingehen. Wir brauchen das Leben. Für euch war's Und das. töten eine Kreatur, damit er Solange keine ich von habe. meinen rufen kann. Das wäre echt sehr wichtig. Können uns jetzt hier Ich werde verteidigen. den Hieß beschützen. Damit kann er zwar eine Verteidigung rufen, aber wenigstens hat er dieses Vieh nicht mehr. Wir könnten auch jetzt wieder den aus dem Friedhof holen. Aber wir Für müssen diese jetzt mal Runde gilt Risiko das gehen. Schema. Ansonsten können wir das knicken. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, das Risiko war es wert. Schwerfälligen Schritte verraten Seht in den euch. Himmel!
Und ich bin gespannt, was wir bekommen. Diese Rotze. Die wollte ich nicht. Ich hätte mich mehr über den Bogen gefreut. Verteidigung ist ja schön und gut, aber der würde hier locker durchbrechen. Wir bräuchten einen Bewahrer der Wurzel. Da könnte er nicht so leicht durch. Das wäre eine gute Möglichkeit. Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. So, Bewahrer der Wurzel. Gib ihm. Den können wir hier zur Verteidigung spielen. Dann würde er da wenigstens schon mal aufräumen. Das kleine Mädchen, um einfach Leben wieder zurückzubekommen. Könnt ihr mir bitte helfen? Diese Bäume geben mir Macht. Okay. Okay. Der wird jetzt auf jeden Fall sterben. Da geht er ins Gesicht. Die wird er wahrscheinlich entfernen können. Ansonsten würde er nicht so schnell machen. Vielleicht doch nicht. Das wäre natürlich gut für uns. Dann würden wir wieder Leben zurückbekommen und hätten unser Comeback. Die Karte sieht cool aus. Okay. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Das ist jetzt richtig bitter. Aber da kommt er nicht dran vorbei. Hier hätten wir unsere Leviathane. Und einen Draug. Okay. Bei Barke und Wurzel. Hauen wir den weg. Der kommt da nicht vorbei. Mit Gift könnte er locker links einen von denen töten, aber ich muss natürlich eher das wählen, was Damage macht. Hier würde er an ihm locker vorbeikommen. In dieser Reihe. Die ist jetzt nicht mehr so wichtig. Was hätten wir noch für Möglichkeiten? Wir könnten uns mit Beschützer der Unschuldigen verteidigen. Wobei ich die Karte lieber tot sehen würde. Das wäre sicherer. Obwohl 5 Schaden. Wir brauchen dringend das Leben. Ich wollte mich noch verteidigen. Ach, scheiße. Jetzt kann er nämlich hier da reingehen. Dann los. Meine Zeit ist kostbar. Das wäre richtig bitter jetzt. Hoffentlich entscheidet er sich für Gordvok. Aber kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja dumm. Das Chaos soll euch holen. Okay, er geht ins Gesicht. Ich bin gespannt. Genügt. Ich merke das schon, wir müssen ins Gesicht gehen, komplett. Ohne Rücksicht auf Verluste. Genug Angriffsstärke haben wir ja. So, jetzt müssen wir halt nur noch Glück haben. Denn dagegen kommen wir natürlich nicht an. Okay. Jawollo. Unglaublich unnütz gerade. Ach, scheiße.
Gut, wir können uns Leben zurückholen. Gibt es eine elegantere Möglichkeit? Leider nicht. Ich ziehe irgendwie diesen blöden Bogen nicht. Nichts, was ich direkt nutzen könnte. Okay. Okay, ruhig bleiben. Wir müssen hier mit Gorkvork Nogamork. Müssen wir jetzt leider reingehen. Leute sind so vertrauensselig. Ich hole mir erstmal Leben. Gehe noch hier rein. Das wären genau 7, also würde keinen Unterschied machen. Und was hat er? Hat er das, was ihm den Sieg bringen würde? Er hat das, was ihm den Sieg bringen wird. Oh ne, der hat Durchbrechen. Durchbrechen. Jawohl. Gott sei Dank. Bam. Das war echt knapp. Aber gewonnen. Sieg ist Sieg. Leute, Sieg ist Sieg. Ihr seht, es funktioniert. Es funktioniert. Es sind halt scheiße lang die Kämpfe. Wenn der Gegner sich vor allem noch so wehrt. Okay, cool. Wir springen direkt ins nächste. Okay, behalten wir. Zum Gruße, Bürger. So, warten wir erstmal ab, was unser Gegner tut. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Sowas tut er also. Gut für uns. Mal sehen, wie ihn jemand gefällt, der sich wehrt. So, da kommt er jetzt nicht so leicht vorbei. In der nächsten Runde werden wir wieder rampen. Und zwar auf der Seite. Machen wir so. Das Gute ist, der überlebt auch noch. Wir bekommen die Magika, die uns zusteht. Okay, gut, da kommt er nicht vorbei. Erst jetzt hat er eine Karte gezogen. Okay. Ich würde sagen, wir verteidigen uns weiterhin. Sammeln noch ein bisschen. Schaden möchte ich mir jetzt noch nicht machen. Wenn wir später noch genug Möglichkeiten haben. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir spielen hier links den Nachtschatten, weil wir hier reingehen können den töten und können nochmal reingehen und nochmal töten und noch mehr Leben erzeugen. Das ist gut. Ja, zwar immer wieder durchbrechen und das nervt. Aber damit kann ich gerade noch leben. Vor allem, ihr merkt ja, dass es ein Deck ist, was eher auf den Vorteil bezogen ist, mehr Leben zu haben. Das machen wir ihm erstmal kaputt. So, wir haben wieder unser Leben zurück. Den Nachtschatten können wir leider nicht vom Tod bewahren. Aber haben jetzt wenigstens etwas mehr Magika. Das ist sehr wichtig. Dann haben wir später mehr Chancen.
So, jetzt sind wir eigentlich fast wieder beim Ursprung. Illusionsmagier sind nie das, was bitter. Sehr, sehr bitter, aber wir haben immer noch den Blutdrachen. Und noch genug Leben. Wir könnten das auch so machen. Wir könnten auch den unaufhaltsamen Zorn spielen. Und die alle auslöschen. Oder wir machen das systematisch. Das wäre besser. Haben wir irgendwas, was ich jetzt gerade gebrauchen könnte? Das wäre natürlich der Nachtschatten. Wir holen uns einfach das Leben wieder, was uns zusteht. Wir sind zu allem bereit. Die Mutter der Nacht wird uns leiten. Bleibt standhaft, Brüder. So, wir könnten den Fürst der dunklen Krallen spielen. Leider haben wir da jetzt nicht viele Möglichkeiten, die da aufzuhalten. Wir könnten aber auch Blutdrachen, tödlichen Traug und die Giftzunge spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Meine Klauen sind scharf und damit würden wir die wenigstens töten können. Weil wenn die jetzt noch länger überleben, das wäre zu heftig. Jetzt macht er sowas hier. Eventuell sowas hier. Aber er würde wenigstens nicht ins Gesicht gehen. Oder er geht ins Gesicht. Nehmt es nicht persönlich. Ihr könnt uns nicht besiegen. Okay, das ist gut. Jawohl, sehr gut. Zwei sind nicht so toll. Okay, das könnten wir jetzt hier einsetzen. Damit wären wenigstens beide weg. Ja, machen wir auch. Nicht. Machen wir mal so. Machen wir so. Machen wir so. Okay. Ich hatte daran gedacht, den Morkultorwächter zu spielen. Und wir könnten aber auch den Nachtschatten spielen. Ich bin ein Kind. Weil wenn wir Glück haben, kann er nicht so viel Schaden machen. Wir holen uns aber wieder Leben zurück. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Ich lauere in den Schatten und warte. Der hat so einen Luck. Das ist unfassbar krass, sein Luck. Okay.
Wir können leider nichts flächendübergreifend machen. Wir müssen sowas hier tun. Doch klar können wir flächendübergreifend agieren. Aber sowas wann? Halt leider nur hier hin. Leider nur hier hin. Aber okay, besser als gar nichts. Ich würde gerne den Beschützer zurückholen. Oder noch besser den Baumhirten. Was heißt besser? Ja. Der Baumhirte ist wahrlich besser. Okay, machen wir so. More cool Torwächter for the win. Und gib ihm. So, wir hätten auch das kleine Mädchen spielen können. Zur Sicherheit. Ich glaube nicht, dass er da so leicht durchkommt. Aber gut. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Bedrohung. Und können einmal den Fürst der dunklen Krallen spielen. Und einmal das kleine Mädchen. So gehen wir auf Nummer sicher, dass wir auf jeden Fall Leben zurückbekommen. Es gibt einen Plan. Da greifen wir einfach erstmal mit dem Mädchen an. So, dafür werde ich ihn jetzt genüsslich töten. Voll. Die Leute sind so vertrauensselig. Ja. So schaut's aus. Gib ihm. Mehr Leben. Mehr Leben. Und weg damit. Okay, Leute. Ihr habt einen guten Einblick bekommen vom Deck. Es gibt natürlich viel coolere Kombinationen, die man noch durchziehen kann, aber that's it. Okay, viel Spaß beim Ausprobieren.